Das ist interessant. Wir sind hier richtig. Ja. Ja, draußen war auch so ein Zeichen. Aber da hat er nichts gesagt. Das muss ich dann auch pushen. Ich komme nicht durch. Oh, hoffentlich lernen wir hier jetzt das Pushen. Das wäre richtig cool. Vor uns ist ein Sturm. Er hat die Ausrüstung des Imperiums langgelegt. Etwas zieht mich dorthin. Nicht nur der Sturm. Geh dem nach. Lass die Macht deine Instinkte schärfen. Na gut. Ich gebe mein Bestes. Gut. Dann meditieren. Ja, wieder ausruhen, weil das ist ja jetzt egal. Ist ja jetzt ein neues Gebiet. Ah, da hoch will ich. Okay, da wurde es... Okay, da wurde es auch angemalt, aber da kommen wir nicht hin. Beziehungsweise, das bringt uns nicht. Nichts da oben. Okay, das ist auch wieder sowas. Ah, oh, da sind die, okay. Ich gehe mal kurz trotzdem hier hoch. Ah, hier ist auch nochmal. Ha, da ist noch so ein Ding. Sind die verbunden? Ich weiß auch nicht. Könnte schon sein. So. Oh. Wenn ihr mir nichts tut, dann tue ich euch auch nichts. Ganz einfach. Oh, nice. Oh, okay. Was ist das, BD1? Wow, wir bekommen echt viel für... Greif mich an und du stirbst. Na gut. Er ist selber schuld hier. Ich wollte das nicht. So. Oh, der hat mich gerade beim Aufstehen erwischt. So ein dreckigen Blödmann. Gut. Die können ja auch einfach weggehen hier. Komm. Wirf ihn her. Ja, so hat er mich nicht erwischt, ne? Und die anderen sind viel gemeiner. Hilf mir, BD1. Warte, den greife ich jetzt noch nicht an. Sondern den. Ja, der hat mir natürlich keinen Damage gemacht, ne? Aber vielleicht der andere. Alter. Lecker mir. So, und jetzt muss ich den Damage machen, dann bin ich wieder geheilt.
Ja, und der nimmt alles wieder zurück. Noch ein Stimp. Okay, also. Diese. Boah. Gut. Hier geht's lang. Ich will aber trotzdem sehen, was da oben ist. So. Hier ist ja auch so einer, aber anscheinend nicht der richtige. Ach komm. Komm schon. Ja, dann. Oh nein, da ist ja noch einer. Oh, der steht da oben. Kann ich da rein? Wahrscheinlich. Oder nein, da ist eine Eiferwand. Gut. Okay. Ja, aber hier passt er durch, ne? Scherzkeks. Naja. Und da passt er auch durch. Ich hör was. Achso, okay. Das ist der Sturm. Alles klar. Einen Sturm habe ich noch nie gesehen. Ja, unglaublich. Wieso, also, wieso packen die bei sowas eine Alpha-Wand rein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ist doch egal, ob man sich da hinten umsehen will. Also, dann ist da halt nichts und dann geht man wieder weg. Aber eine Alpha-Wand ist immer so eine Sache, man, ja, das hat immer so einen richtig krass negativen Einfluss. Was? Was ich denn da machen? Ah, da komme ich gar nicht hin. Hä? Aber da muss ich hin. Hä? Ich check das gar nicht. Also, es ist blockiert. Aber da ist auch die Hauptquest. Muss ich erst... Hä? Such das Auge des Sturms. Ja, das habe ich ja jetzt gefunden, ne? Vor allem das da kann ich anhalten. Ach so, es war einfach. Oh Gott. Ja, ich muss das einfach mal zeigen. Okay. Mein Freund, das ist die früheste Sepho-Stätte, die wir bis jetzt entdeckt haben. Trotz Bedenken kann ich das Mogano-Gewölbe nicht aus meinen Gedanken vertreiben. Seine Visionen formten den Weg einer ganzen Kultur. Ich muss verstehen, warum. Ja. Ich bin im Grab. Riesig. Imperial? Ein Anzeichen hier unten. Was ist mit Cordova? Ich weiß nicht genau, wonach ich suche. Er ist, exzentrisch? Wem sagst du das? Aber er würde uns nicht zum Spaß hierher schicken.
Bleib offen für alles. Okay, das sieht richtig geil aus. Die Crew, ja, genau. Bla bla. Okay, das kann ich dann irgendwann hier rauspushen. Dann, genau, dann rollt es dahin und dann geht's wahrscheinlich weiter. Aha. Hast du das gesehen? Okay. Ekelhaft. Ich muss die Wunden versorgen. Ja, ich will noch nicht weg. Ich will hier noch. Nee, ich schau noch mal hier unten. Genau da hinten muss ich hin. Aber da komme ich nicht hin, weil das Gitter ist hier zu groß. Ja. So, dann wollen wir mal schauen. Du schon wieder. Skungus. Vermeide jeglichen Kontakt und bewege dich vorsichtig um die zentrale Kapsel herum. Der explosive Kern kann als Verteidigung gegen andere Gegner genutzt werden. Okay, wenn ich jetzt einfach hier vorbeigehe, passiert nichts. Ah, cool. Okay, dann mag ich die Pflanzen. Dann sind sie cool. Oh oh. Und schon wieder eine Rutsche. Na schön. Hier, so. Entschuldigung. Habe ich nicht gesehen. So, Fähigkeitspunkte erhalten, das bringt mir ja aber nichts. Ah, und hier ist die nächste. Okay. Ah, hier. Push. Komm schon, es ist eine Kugel. Du kannst das. Na gut. Okay, hier kann ich wahrscheinlich eine Luftzufuhr machen. Und dann fließt sie nach da. Hier ist die nächste. Ja, probieren wir mal. Nice, die auf. Ah, warte, ich muss die nur ganz, ganz kurz auf haben. Ah, verdammt. Ob die Kugeln was mit den Halterungen am Boden zu tun haben? Was denkst du, BD? Ach so, der BD, sagt uns die Hinweise. Okay, alles klar.
Aber erstmal schauen wir hier das Echo an. Nicht nur der Wind zieht durch die Glocken. Stimmen. Von früher? Flüstern. Ein Windspiel, das von den Sefor zurückgelassen wurde, die das Grab errichtet hatten. Okay, also ich dachte... Ah, warte mal. Hä? Wie komme ich denn da rein? Ah, warte, ich glaube, ich hab's. Der muss ja mit voller Karacho. Muss er dagegen stoßen. Denke ich mal. Ja, hallo. Okay. Ah ja, und wenn der pustet, dann bleibt er in der Mitte. Und wird hier in die komplette Mitte gepustet. So. So ist die Theorie. Mal schauen, ob es stimmt. Müsste aber. Na, komm zurück. Warte, ich mach die nochmal aus. Vielleicht wird die... Die muss ich einpendeln. Genau, und jetzt Gnadenstoß. Ah, Er schreckt mich halt. Okay. Uiuiui. Was ist das? Hier fanden Rituale der Sefo statt. Sie haben hier Machtnutzer trainiert. Aha. Meditationsrelikte. Sefo-Meditationsrelikt dient bei alten Ritualen der Ausbildung von Machtbegabten. Jojo. 2 von 3. Da haben wir ja nicht mehr viel. Boah. Noch jemand? Noch jemand? Boah, diese Frechdachse. Deswegen. Okay. So, okay, alles klar. Alles klar, ich muss den zum Schaukeln bringen, damit ich dann links rüber kann. Ah. Wahrscheinlich mit der Macht, oder? Kann ich das verlangsamen? Das war zu früh. Ach komm schon. Vielleicht Tobi mit Anlauf. Das wäre cool.
machst du mal zu. Ah, ich glaube, ich weiß sie. Ich mach's jetzt zu. Und dann springe ich drauf. Das ist richtig krass. So. Oh komm, halt dich doch fest, Junge. Ja. So schwer war das doch gar nicht. Tobi. Gut. Speichern und ausruhen. Oh, hier müssen wir nochmal auf jeden Fall später hin. Definitiv. Schade, dass wir nicht weiter leveln können. So. Können wir das scannen? Nee, leider nicht. Können wir das scannen? Nee, leider nicht. Können wir irgendwas scannen? Nee, leider nicht. Okay. So. Damit aktivieren wir auf jeden Fall irgendwas. Wollte nur mal hören. Gut. Ah, und hier können wir wieder runter. Alles klar. Okay. Oh. Da steht einer. Da steht einfach einer. Will der mit uns reden? Will der uns helfen oder will der uns verprügeln? Stand er die ganze Zeit schon da? Allem verwirrt. Hallo. Bist du freundlich oder feindlich? Ganz was Neues. Ja, ganz was Neues. Ciao. BD1! Der ist ja gar nicht so stark, ne? Ich will mal versuchen, ihn zu blocken. Nee, aber also... Oh, komm, ich muss den lehren. Oh. Den nicht einfach so Stim, hierher. Schnell, Hilfe. Gut, dann lerne ich halt nicht. Oh Mann. Keine Ahnung, ich bin zu doof dafür. Ich bin einfach zu doof dafür. Stark, langsam und durch einen zentralen Energiekern geschützt. Leuchtet der Energiekern, kann er mit äußerer Gewalt und Vorsicht entfernt werden, und einen kritischen Angriff auf
den Wächter. Okay, alles klar. Hier ist doch von eben das, was die gesagt haben. Ganz ehrlich, ich will das nochmal probieren. Weil an sich schwer war der ja nicht. Schwer war der nicht, aber ich wollte halt dieses Counter blocken, also dieses schnelle, dieses Dings da ausprobieren. Aber irgendwie... Irgendwie ist das nicht ganz so mein Ding. So, was mache ich jetzt hier? Ich sag euch auf jeden Fall, was ich jetzt mache. Und zwar erstmal meditieren, ausruhen. Ja, dann ist der Gegner nämlich wieder da. Und dann... Ich will den nochmal machen. Und dann gehe ich erstmal auf Klo, mache eine kurze Pause und dann, ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Beziehungsweise ihr seht gleich den Kampf wieder. Gut, dieses Mal mit Doppellichtschwert. Mal schauen, ob der da auch so leicht ist. Bye, bye.